Ihr Lieben, bei dem Versuch, heute Abend die Taizé-Andacht in Heiligenrode aufzunehmen, hat mich meine Aufnahmetechnik verlassen. Plötzlich zeigt sie mir an, die Batterien wären leer. Das war mir bislang noch nicht angezeigt worden. Es war mir auch nicht angezeigt worden, dass es bald passieren würde. Na, nun ist es passiert. Ein Stück von der Predigt habe ich aufnehmen können, aber nicht mal für die ganze Predigt hat das gereicht, was in der Batterie noch drin war. Und so lasse ich jetzt bei mir im Wohnzimmer noch ein bisschen was entstehen und stelle davon für heute Abend eine kleine Betrachtung zusammen. Und das soll nun geschehen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Lesung für den heutigen Abend hatte ich mir ausgesucht aus dem Evangelium vom vergangenen Sonntag, aus dem Matthäusevangelium im 15. Kapitel. Jesus entwich in die Gegend von Tyrus und Sidon. Und siehe, eine kanaanäische Frau kam aus diesem Gebiet und schrie: Ach, Herr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Meine Tochter wird von einem bösen Geist übel geplagt. Er aber antwortete ihr kein Wort. Da traten seine Jünger zu ihm, baten ihn und sprachen: Lass sie doch gehen, denn sie schreit uns nach. Er antwortete aber und sprach: Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Sie aber kam und fiel vor ihm nieder und sprach: Herr, hilf mir! Er aber antwortete und sprach: Es ist nicht recht, dass man den Kindern ihr Brot nehme und werfe es vor die Hunde. Sie sprach: Ja, Herr, aber doch essen die Hunde von den Brosamen, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr: Frau, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter wurde gesund zu derselben Stunde. Soweit die Lesung aus der Bibel. Die Geschichte von der syrophönizischen Frau, die in der Gegend von Tyrus und Sidon groß geworden, nicht dem israelischen Ein-Gott-Glauben anhängt, vermutlich jedenfalls, sondern groß geworden ist mit dem in Tyrus und Sidon üblichen Götterhimmel, wo es einige Gottheiten gibt, mindestens eine weibliche und eine männliche. Und die offenbar in großer Not sieht Jesus, hat vielleicht auch schon was von ihm gehört, und jetzt ruft sie hinter ihm her: Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und hier hat sie wohl anscheinend über Jesus mehr gehört als mancher, der heute über die Erde läuft, denn sie tituliert ihn als Sohn Davids. Das heißt, sie spielt damit an auf die jüdische Verwurzelung Jesu und auf seine, wenn man so will, weltliche Titulatur als Nachkomme des Königs David. Und damit spielt sie an, ich weiß nicht, wie weit sie das theologisch durchdrungen hat, wahrscheinlich nicht, auf die Bundesverheißungen, die Gott dem Hause David, zunächst mal dem König David selber, gemacht hat. Also, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Meine Tochter wird von einem bösen Geist übel geplagt. Und er antwortet ihr nicht. Und weil die nicht aufhört, hinterher zu rufen und hinterher zu schreien, geht es den Jüngern auf den Wecker. Die sagen: Schick sie doch weg, die schreit uns nach. Und Jesus zu seinen Jüngern so: Ich bin nur die für die verlorenen Schafe des Hauses Israel zuständig. Mit der Frau habe ich nichts zu schaffen. Und das hat die wohl schon mal mitgekriegt. Jedenfalls hat ihr dieser Dialog mit den Jüngern Zeit gegeben, zu Jesus aufzuschließen und ihm direkt zu Füßen zu fallen.
Und nun sagt er etwas, also sie sagt, hilf mir. Und er sagt etwas, das ist rundheraus beleidigend. Es ist nicht recht, dass man den Kindern, gemeint sind die Kinder Israels, das Brot nehme und werfe es vor die Hunde. Das sind die, die nicht zum Volk Israel gehören. Heute würde diese Art Unterscheidung zwischen verschiedenen Sorten Menschen rundheraus als Rassismus bezeichnet. Hier aus dem Munde Jesu. Die Frau aber reagiert nicht beleidigt, sondern sie sagt, ja, Herr. Sie unterstützt Jesus gewissermaßen noch darin. Und nun hat sie aber ihr Aber. Aber doch essen die Hunde von den Brosamen, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Und das ist, wenn du mich als Hund ansiehst. Ich brauche doch nur einen Brotkrumen, so viel wirst du mir wohl gönnen. Mehr brauche ich von dir nicht. Einen geistigen, geistlichen Brotkrumen. Und das merkt Jesus. Und jetzt gibt es eine Kehrtwende in dem, wie Jesus reagiert. Frau, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Die Tochter wird gesund zur selben Stunde. Die Geschichte ist voll von impliziter Christologie. Die Frau geht vor Jesus in die Knie, wie man es vor einer Gottheit tut. Herr, hilf mir, erbarme dich. Sie kommt ja sowieso in einer Sache, wo bloß eine Gottheit helfen kann, weil menschliche Kur nicht hilft gegen böse Geister. Welche das auch immer sind. Sie redet Jesus als Sohn Davids an. Respekt vor dem Bundesschluss Gottes. Jesus als denjenigen, der in diesem Bund eine besondere Rolle hat, implizite Christologie. Wer ist Christus? Der Herr über böse Geister und Krankheiten, gegen die kein Mensch was unternehmen kann. Die Geschichte führt uns aber auch vor Augen, dass Jesus ein sehr begrenzter Mensch ist. Wir hören hier etwas von seinem, ich sage das jetzt mal mit dem historisch unpassenden Wort Rassismus, also mit seinem Bild von Menschen in unterschiedlichen Klassen. Wir sind das Volk Gottes und die anderen sind die anderen. Wir sind die Menschen und die sind die Hunde hier im Vergleich. Aber wir merken auch, dass Jesus sofort darauf reagiert, wenn Gott anders handelt, als Jesus das erwartet. In dem Moment, wo die Frau ihm kommt und sagt, ja Herr, aber ich brauche doch nur ein Brotkrumen, dann lasse ich dich auch in Frieden. In dem Moment merkt Jesus, dass Gott in dieser Frau ein Vertrauen hervorgerufen hat, das man in Israel mit der Lupe suchen kann, wenn man es überhaupt findet. Und darauf reagiert er. Er reagiert auf Gottes Handeln und sagt, Frau, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Und die Tochter wird gesund zu derselben Stunde. Wie kann man das wissen, dass die Tochter zur selben Stunde gesund wird? Die Tochter war ja wohl nicht dabei. Da hilft eine alte Auslegungsmethode, die schon den Bibelauslegern des Mittelalters bekannt war. Zum Beispiel Meister Eckhart hat sie oft angewandt. Der Vorgang, der dargestellt wird, als würde er außen stattfinden, wird nach innen verlegt, dann wird ein Schuh draus. Also die Tochter, die dargestellt wird, als wäre sie außerhalb dieser Szene irgendwo von einem bösen Geist geplagt, wird in die Frau, die um Hilfe ruft, hinein verlegt. Sie ist Verkörperung der Seele dieser Frau. Und dann wird ein Schuh draus. Dann wird klar, warum die Frau so unablässig schreit und sich überhaupt nicht abweisen lässt. Es geht nicht um irgendwen anders und sei es auch die Tochter, es geht um die Frau selbst. Sie braucht die Hilfe. Und dann wird auch klar, warum der Erzähler sagen kann, zur selben Stunde wurde die Tochter gesund, denn zur selben Stunde wurde die Seele gesund. Und das ist allen, die den Vorgang miterlebt haben, ja auch sofort klar geworden. Wenn die Frau
sofort eine gesunde Seele wieder hat oder ihre Seele in ihr sofort gesundet, das merkt die Frau als allererste und das merken dann auch die, die dabei sind und das miterleben. Ja, und so haben wir in dieser Geschichte hohe Christologie, allerdings verpackt in der Geschichte als implizite Christologie. Christus ist der Mensch, der als Gott selber am Werk ist. Er wird als Herr angeredet, als Sohn Davids bezeichnet, was den ganzen Bundesschluss und die Bundesschlüsse mit dem Volk Israel nur nochmal bekräftigt. Und die Frau kniet vor ihm nieder, wie sie es vor einer Gottheit tun würde und ruft um Hilfe, wie man eine Gottheit um Hilfe anruft. Das ist hohe Christologie, aber es ist eben auch Jesus zugleich als Mensch dargestellt, der lernen muss, dass Gott außerhalb der vorgefertigten, vorgefassten Meinungen und Grenzen tätig wird. Und Jesus reagiert sofort. Und ja, mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Amen. Lasst uns beten. Dir vertrauen wir die ganze Welt an. Wir von hier aus können wenig an ihr ändern. Halte du über sie Wacht. Gib ihr Frieden und gib uns Frieden. Heile die Kranken, befreie die Verstrickten und Gefangenen und gib uns allen deinen Geist, dass wir in deiner Liebe zu all deinen Geschöpfen wachsen. Nimm dich unser gnädig an, rette und erhalte uns. Denn dir allein gebührt alle Herrlichkeit, Ehre und Anbetung, dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste, jetzt und jederzeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Halte du, Herr, um uns wacht wie um den Stern im Auge und unter dem Schatten deiner Flügel bewahre uns.
Es segne und behüte uns Gott, der Allmächtige und Barmherzige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.